Leider ist dieses Notebook, das ich für 50 Euro bei Kleinanzeigen als ungeprüft gekauft habe, erstmal unbrauchbar. Ein fehlendes Netzteil habe ich mir günstig nachgekauft, nur um festzustellen, dass das Notebook nicht startet. Wie ich es wieder lauffähig gemacht habe, zeige ich in diesem Video. Weil das Gerät keinen Strom zu bekommen scheint, will ich mir das Innenleben genauer ansehen. Aber zuvor betrachte ich auch die Ladebuchse und da sieht man schon das Problem. Die Ladebuchse ist defekt. Hier scheint etwas abgebrochen zu sein, also bestelle ich eine Ersatzladebuchse für dieses Modell des XPS im Internet. Hier muss man aufpassen, dass das Ersatzkabel die richtige Länge hat, in meinem Fall 12 cm. Während bei Amazon oft falsche Angaben bei den Ersatzteilen gemacht werden, habe ich mit eBay bessere Erfahrungen gemacht. Dort finde ich häufiger die richtigen Teile und muss weniger oft Fehllieferungen zurückschicken. Um die neue Ladebuchse einzubauen, entferne ich mit meinem neuen Werkzeugset, das ein Torx T5-Bit hat, die Schrauben auf der Gehäuseunterseite. Super einfach mit dem richtigen Werkzeug. Man sollte dann als erstes die Stromverbindung zur Batterie unterbrechen, um sicherzugehen, dass der Stromkreislauf unterbrochen ist. Anschließend löse ich das Bandkabel auf der Platine beim Lüfter, damit ich die Batterie auch herausnehmen kann. Bei dieser muss man einige weitere Schrauben lösen und schon kann man sie austauschen, wenn es nötig ist. Die Batterie hier sieht aber noch gut aus, sie ist an keiner Stelle aufgebläht und es gibt keine Risse oder Brüche. So kann ich neben der kaputten Ladebuchse auch noch weitere Probleme ausschließen. Der Austausch der Buchse selbst ist wirklich simpel. Man muss das Kabelband am Lüfter vorsichtig herausheben, danach die Befestigung des Kabels am Motherboard lösen und die Schraube an der Ladebuchse entfernen. Jetzt kann man das Kabel loslösen und herausmopsen, ohne andere Teile des Notebooks entfernen zu müssen. Passt aber auf die Kabel auf, die relativ eng über das Motherboard verlegt sind. Auf gleichem Wege baue ich die neue Ladebuchse wieder ein.